Ach, letzte Folge ging es richtig zur Sache. Wir haben es geschafft, das komplette östliche Bündnis zu besiegen. Und ihr seht ja, wir haben auch gut Gebiete einverleibt. Den Länderreform lassen wir mal aus. Das war ein wirklich brutaler Krieg, Alter. Da tun wir uns mal nichts weg. Haben enorme Verluste erlitten. Unsere Armee, ihr seht ja, 2,77 Millionen Mann nur noch. Es waren sogar mal 2,6 Millionen Mann eine Zeit lang. Also wir haben wirklich richtig auf die Fresse bekommen. Wir müssen jetzt das Ganze natürlich irgendwie wieder reinholen. Ausrüstung muss replenished werden. Truppen müssen neu versorgt werden. Wir müssen jetzt auch mal die Produktionsprioritäten nochmal kurz umstellen. Ihr seht, wir brauchen jetzt manche Sachen, andere Sachen brauchen wir nicht mehr so. Und vor allem eins brauchen wir noch, Militärfabriken. Deswegen werden wir natürlich da auch mal nochmal jede Menge errichten. Von den Militärfabriken. So. Irgendwas, wo wir mehr Produktion bekommen. Ja, wir haben jetzt auch erst den Produktionsmalus wieder entfernt bekommen. Minus 20%. Also an sich haben wir jetzt wirklich sehr, sehr gute Bedingungen in der Zwischenzeit. Also besser als alles andere, was wir davor hatten. Das sind noch bessere Züge. Natürlich wieder keine Ressourcen angeblich. Wir haben zwar Gummi. Aber wir haben einfach keinen Stahl. Was hängt damit zusammen? Dass irgendwelche Clowns es total lustig gefunden haben, mir das Rheinland wegzunehmen. Ne? Und diese Clowns haben gerade Probleme mit einer Naval Invasion. Ich überlege, das Problem ist ja, wie gesagt, die Armee ist am Arsch. Weil ich überlege, ob ich die Armee, die am Arsch ist, einfach mit hinschicke und dass wir dann einfach mit Brute Force versuchen durchzukommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die Briten machen jetzt Stress. Nicht, dass die Briten sich dann am Ende meine Sachen da holen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Auf Supply Range 10%. Non-Combat Out of Supply Penalties. Cool, das hätte ich mal vorher machen sollen. Also Trucks haben wir genug an alles andere. Haben wir einen krassen Bedarf. Leichte Panzer, Artillerie, Infanterie, Equipment. Langsam aber sicher. Erhöht sich das Ganze zwar wieder von der Produktionsmenge, aber könnte besser sein. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben. Kameraden. Nebenbei schiebt man hier mal wieder ein bisschen eine Linie. Sieht nicht so gut aus. Die Franzosen, da das Comeback nochmal schaffen, ist die Frage. Doch, sie schaffen's. Hatte jetzt auch schon fast ein bisschen Sorge gehabt. Ja, 3,22 Millionen. Wir mobilisieren ja. Wir haben jetzt die Hälfte erst mobilisiert. Es gibt noch sehr, sehr viel Sprung nach vorne. Das ist auch noch mit der Forschung. Gut, mit der Polizei haben wir schon die letzte Stufe jetzt dann nebenbei. Chile hat Australien den Krieg erklärt. Das ist auch nicht der alltägliche Krieg. Frankreich hat interessanterweise US-Truppen hier mit rumstehen. Was ich sehr interessant finde. Wird Zeit, dass jetzt die Finnen und also dass die Finnen mal kapitulieren, dass die Russen von dort aus ein bisschen mit Stress machen können. Würde mich nämlich tatsächlich sehr, sehr freuen. Donaumanöver der Pioniere. Habt ihr ganz toll gemacht. So, Manpower hat sich erholt. 3,32 Millionen. 700.000 Mann, wie ich schon gesagt habe. 700.000 Mann haben uns gefehlt.
So, irgendwas ist voll. Artillerie ist voll. Das heißt, wir switchen die Artillerie zu Infanterie-Equipment. Okay. Aha. Warte, wir brauchen 6 Divisions noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir das auch mal nebenbei. 6 Divisionchen, mein Söhnchen. Und was wir natürlich auch machen können, wir haben ja 2000 Fighter. Gut. Habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Kameraden, ja. Die 2000 Fighter schicken wir mal hier mit rein und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Französische Luftüberlegenheit zu brechen, wäre schon mal nicht so unnice. Denken sich die Franzosen auch. Die Franzosen denken sich, das wäre sehr unnice. So, Infanterie-Equipment haben wir jetzt in der Zwischenzeit eine Produktion von 335 pro Tag, von 100 rauf, das ist gut. Da haben wir auch schon 40 pro Tag, das passt auch. Nur Support-Equipment haben wir jetzt nichts mehr. Artillerie nehmen wir mal komplett raus. Ansonsten, ihr seht ja, wir bauen. Also mehr bauen kann ich gar nicht. Auch kurz um überlegen zu testen, inwieweit unsere Offensivfertigkeiten jetzt hier gegen Frankreich funktionieren würden, aber will ich nicht. So. Reserven füllen sich auf. Wenigstens haben wir ja auch genug Versorgung. Was eigentlich schon das Beste, ja, ne? Oder gab es noch was anderes? Ah, Advanced Small Airframe gibt es schon. Da habe ich auch noch nicht alles für erforscht, glaube ich. Das machen wir mal. Ölfelder ist auch mal eine nette Sache. Jetzt greifen die mich sogar an. Digga, was? Oh, geil. Die Amis haben... Das ist total lustig, Alter. Die Amis haben einfach Soldaten in Frankreich stehen, aber unterstützen mich. Mit Ausrüstung. Okay, ich hab's befürchtet, dass es so kommt. Ich hab's befürchtet. Am wenigsten... Ja, schrecklich. Schrecklich. Ah, wer. Oh, es kommt sogar eine große Offensive der Franzosen. Alter, schau ich das mal an. Frankreich 50.000, Frankreich hat uns 200.000 verloren. 204.000. Warst du schon? Kurz mal geguckt, wie es läuft. Relativ schnell festgestellt, läuft doch nicht so gut. Oh, ein extra Research-Slot. Oh, geil. Oh, noch eine Atombombe auf die Niederlande. Die sollten auf keinen Fall kapitulieren, das wäre sehr schlecht. Das ist so total lustig, Alter. Die Briten machen den Stress, die haben Paris erobert. Und mich greifen sie an, Alter. Wollen die mich verarschen? Wer greift mich überhaupt an? Die Franzosen sind es ja scheinbar nicht. Japan? Oha. Wie viele Soldaten hat denn Japan hier, bitte? Okay, Infanterie-Equipment passt sich schon langsam an. Wir werden dann früher oder später unsere Ausrüstungsprobleme tatsächlich gelöst bekommen, erfreulicherweise. Ist bei euch auch so warm? Aktuell ist wieder sehr warm. Nebenbei, wenn. Das Schlimmste für mich ist ja, wenn es nachts irgendwie über 20 Grad hat. Also ich finde, das ist das Allerschlimmste. Jetzt hat es bei uns auch heute wieder, also heute tagsüber so 35 Grad, nachts so 20 Grad. Dann wird es natürlich wieder ein bisschen kühler irgendwann mal. So jetzt zum Beispiel hier bei uns den Samstag, also was auch immer. Das, wie gesagt, jetzt nicht mit euch vergleichen und das ist nur generell so, da hat es jetzt mal wieder 20 Grad, nachts 11 Grad. Ich finde es schön, wenn es nachts kühler ist. Ich finde nachts alles unter 16 Grad finde ich sehr entspannt. Alles über 16 Grad finde ich sehr unentspannt.
Die Briten machen den Franzosen das Leben zur Hölle. Und mich greifen sie an. Ich bin doch im falschen Film hier, oder? Das muss sein. Ich muss im falschen Film sein. So. Wir haben jetzt erstmal einen weiteren Research-Slot. Und hier gibt es nochmal viele coole Upgrades für unsere Divisions. Sehr nice. Ein extra Research-Slot. Jetzt haben wir 6 Stück. Man greift mich ruhig an. Wann kapitulieren die denn? Bei 30%. Das ist so dumm, was die abziehen. Das Ding ist, wir brauchen halt auch die Ausrüstung einfach für die Garnison. In der Zwischenzeit passt es, aber wir hatten teilweise noch Probleme, dass wir nicht genug Ausrüstung hatten, um die Garnison alle zu bestücken. Wie wir sehen können, es fehlt schon wieder an Stahl. Und das Problem ist, dass nicht alles ankommt. Deswegen handeln wir mal mit ein paar anderen Leuten. Aber ich glaube, das Problem lässt sich langfristig nur lösen, indem ich mein eigenes Eisen organisiere wieder. Mein eigenes Eisen zurückhole. So, 628 pro Tag. Kann man sehen, was das ausmacht, ne? Diese Produktionseffizienz. Das ist schon so ein richtig krasser Produktionsbonus. Fünf Tage, dann sind wir fertig damit. 3, 2, 1 und full. Dann halbieren wir die Produktion davon. Genau, und bauen jetzt dafür dann andere Sachen. Und jetzt habe ich, nein, immer noch keine freien Militärfabriken. So, wir bauen jetzt Infrastruktur überall aus für die paar extra Ressourcen, dass die mir auch nicht auf den Sack gehen, so von wegen, ich wäre ein bösartiges Schalentier oder so, keine Ahnung. Ich meine, ich bin ja am Ende da, um ihr Leben zu verbessern. So wisst ihr, ich bin ja der Nette, der Freundliche. Der mit ansieht, wie die Franzosen komplett auf die Fresse bekommen, weil sie alle an meiner Grenze stehen. Ich verstehe das nicht, wie man so stumpf blöd sein kann, auf Deutsch gesagt. Da, greifen sie mich wieder an. Schieben sie wieder Hass. Kann man denn so bekloppt sein, ne? Was? Reintegrate Old Polish Land. 60% Gehorsam. Ja, das wird eine Weile dauern. Panzer sind auch bald voll. Es fehlt dann ein Gummi für die Flugzeuge. Ah, Stahlhammer hat sich ein bisschen entspannt. Okay. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Ne, stopp. Okay. Nee. Das wird nichts. Da kommen wir nicht durch. Okay, ich kann dir einfach die Krieg erklären. Den auch. Aber die sind leider mit den allen verbündet. Sich mit denen anzulegen, wäre halt ein bisschen blöd. Aber die Schweiz könnte man rein theoretisch nochmal gucken, ob man da eventuell die Front ein bisschen vergrößert. Nicht so. Stoppt hier, macht euch fertig. Da oben geht es immer noch nicht weiter. Inkompetentes Zeug, ey. Aber das Ding ist, dass die da ja genauso fest eingegraben sind. Machen es ganz anders. Wir machen das ganz anders. Ihr bleibt da. Und die Hauptarmee geht zur Hälfte zu den Briten rüber. Und greift einfach von da aus an. Und wenn die mir einfach die Gebiete nicht geben, dann greife ich die halt später auch noch an. Mir ist das relativ wurscht. The best of the best. Aber das klingt auch gut. Nee.
Nee, nee. Artilleriegewitter. So, die gehen hier direkt auf Agro über. Aber die wissen noch nicht, dass sie gleich ein ganz anderes Problem bekommen werden. Nämlich hier drüben. Und die haben hier fast keine Truppen. Wir werden jetzt einfach hier überrumpeln von der... nicht da oben angreifen. Oh, tun sie nicht, ne? Okay, perfekt. Wir greifen jetzt einfach hier oben an und machen die hier komplett kalt. Ja, und da haben sie kapituliert. Okay, jetzt haben die Briten sich aber auch meine anderen Gebiete geholt, die eigentlich mir gehört. Mir gehören. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Was? Keine Division? Hey, was machen die denn? Was mache ich denn? Oh. Hä? Das ist doch schon wieder alles buggy hier. Okay. Jetzt greifen wir nämlich mit aller Gewalt an, gucken, dass wir uns die Gebiete holen und werden dann einfach gegen die Briten noch in den Krieg ziehen. Auf YOLO. Auf YOLO angelegt. Kriege ich jetzt wenigstens ein paar meiner Gebiete hier wieder oder eher nicht? Es kriegen die Briten die Gebiete, nee. Das ist Blödsinn mit den Briten. Weil die Japaner kämpfen ja, als ob es um ihre Länder reingehen würde. Spoiler Alert, es geht nicht um ihre Länder rein. Ja. Ich glaube, wir lassen das trotzdem nochmal mit der... Ja, ich sag, dass ich dir von da hier unten angreifen will. So, Angriff, komm. Stellt euch jetzt nicht so an. Kann er nicht angehen. Sehr gut, die Gebiete gehen jetzt immerhin mal an mich. Hier auch, hier auch. Überquerung. Das Mississippi hier erweist sich ein bisschen als schwierig. Aber kommen trotzdem rüber. Neue Fabriken. Ich meine, am Ende des Tages kriege ich den Warscore so oder so, wenn ich hier mithelfe. So, ich hoffe, dass jetzt auch die Ressourcen in meinem Besitz übergehen dann. Die Divisionen dürfen auf alle Fälle in meinen Besitz mit übergehen. So, französischen Überreste an der Maginot-Linie, das ist ja der Klassiker, das kennen wir schon, das haben wir ja schon oft genug gehabt auch. So, Belgien juckt uns übrigens nicht fürs Protokoll. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. So. Die sind richtig am Arsch jetzt hier. Das ist jetzt hier ein Abnutzungskrieg ohne Versorgung und ohne Nachschub. Da geht es jetzt einfach nur darum, die ausbluten zu lassen. Luxemburg, Metz ist aktuell französische Hauptstadt. Die US-Truppen interessieren uns ja zum Beispiel überhaupt nicht. Belgische Truppen auch nicht. Mit denen liegen wir ja nicht im Krieg. Praktischerweise. Artilleriegewitter, noch mehr rekrutierbare Bevölkerung. Nochmal mehr Forschungsboni. Da stehen einfach um die 100 Divisions auf den Haufen, die alle sterben werden, früher oder später. So, da rein. Das US-Gebiet? Nee. Müssen nur aufpassen, dass die jetzt nicht zu sehr wieder die Gebiete zurückerobern. Die erobern die Gebiete für Frankreich und ich hole sie mir einfach ohne zu kämpfen. Luxemburg hat kapituliert und mega viel Ausrüstung gespendet. Danke, Mann. Kuss und Liebe geht raus an der Stelle. Naja, ich wieder hohe Verluste erlitten. Da brauchst du wieder jede Ausrüstung. In diesen ganzen Einheitenverlusten, die wir hier den ganzen Tag erleiden. Da, jetzt haben sie sogar so eine richtige Front, so eine richtige, da haben sie sogar richtig erholt schon wieder. Angriff auf Köln, da weiß ich auch, sehr, sehr, sehr schwierig.
Maginot-Linie ist immer schwierig, das wissen wir. Alle da rein. Jawohl. Und jetzt beseitigen wir die Überreste hier, komm. Wir fügen den Japanern mal richtige Verluste zu. Dass sie so ein bisschen ins Weinen kommen. 42, 41, 40. Und daraus auch noch mit angreifen. Damit sterben noch mehr. Noch schneller. Das Ding macht jetzt auch mal bitte weg. Zwei-Ring-System. Eine Drei-Ring-System sogar. Mit dem wir hier angreifen. Na, wird's jetzt? Danke. Sehr schön. So, da haben wir auch aufgeräumt. Perfekt. Endlich gehört mir meine Ressourcen wieder. Also größtenteils. Können wir vielleicht meine Gebiete noch geben? Okay, scheinbar nicht. Okay, sag mal natürlich, oder jetzt wollen wir hier natürlich noch die Überreste wegmachen. Aber das erweist sich wohl als etwas schwieriger als gedacht. Jawohl, jetzt machen die Russen von oben mit Druck. Was wir jetzt machen ist, wir ziehen mal hier kurz alles ein bisschen ab. Weil so viele Truppen, die so unorganisiert angreifen, die bringen uns hier auch nichts. So. Neu sortieren. Jetzt brauchen wir Wolfgang. Schieben wir die erst wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Ist halt auch Blödsinn, dass die über Belgien uns jedes Mal wieder angreifen können, ne? Ich muss schon sagen, das langweilt mich schon ein bisschen. Finde ich schon Blödsinn. Rekrutierbare Bevölkerung kommen jetzt auf insgesamt 13%. Also wir mobilisieren noch weiter. Hast du noch mal irgendeinen coolen Berater? Also von all denen wäre mir der noch mit am interessantesten. Einfach weil er nochmal 5% Konsumgüterfabriken, das sind nochmal 10 Fabriken oder so, wo wir jetzt mehr bauen können. Das lohnt schon. Den Handel haben wir jetzt auch fast komplett eingestellt hier in der Zwischenzeit. Finnland hat kapituliert, jetzt kriegt Russland halt richtig Stress, jetzt bekommt Schweden richtig Stress, wir pushen auch nochmal. Die Russen dürften auch von der anderen Seite pushen, damit dürfte Schweden auch bald einen Abflug machen. Flugzeugproduktion, ja, die müssen wir ein bisschen ankurbeln. Gummi, das wäre vielleicht mal eine Sache, die wir mal bauen sollten, so ein bisschen, so ein paar Gummifabriken. Also wir haben zwar genug Aluminium, aber Gummi haben wir nicht. Gut, aber was wir jetzt haben, ist erstmal das Ende der Folge, Freunde. Wir sehen uns nämlich nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.